alleine. So. Und es ist 30 Sekunden vor dem Angriff. Ja. Da haben wir schon den ersten Ruf gefunden. Gehört, beziehungsweise, ja. Und wir schicken all unsere Typis hier rein. Plansch! Nein! Komm rein! Komm rein, Plansch! Oh. Von wo kommen sie? Von da. Das hier ist so ein genannter Quaraptikon. Wo ist mein Krieger? Genau. Ah, es sind zwei davon. Und da versucht er auch gleich die Tür einzuschlagen. Doch das lässt unser Ritter nicht zu und hat sie vernichtet. Glorreich war er. So. Okay. Die erste Runde haben wir überstanden. Das ist gut. Aber hat noch gar nichts zu bedeuten. Im Gegenteil. Jetzt wird es immer schwieriger, hier zu überleben. Was uns natürlich anstachelt, hier das alles hinzubekommen. Dich teilen wir mal dazu. Was haben wir denn alles als Structure bauen wollen? Genau, nur drei Fässer. Wir wollen aber natürlich ein paar mehr. Es wird ja sowieso alles ausgebaut. Nein, nein. Oh Gott. Der ganze schöne Baum ist runtergeflogen. Ach, es gibt zwei Minen. Oder? Hä? Ach Quatsch, es gibt mehrere Minen. Aber ich glaube, die Minen können gar nicht ausgeschöpft werden. Nee, das geht gar nicht. Das ist auch gut so. Zu wie viel Prozent ist er denn gerade? 66% ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob Voodoo Bob hier so easy mit den nächsten Gegnern klarkommt. Deswegen ist es wichtig, dass wir schnellstmöglich... Oh Gott, wie viel Holz verschwendest du denn? Mensch, Timon, so geht das nicht weiter. Einen Bogenschützen. Jetzt haben wir unseren ersten Bogenschützen, nämlich den Bim. So. Defend Position. Jetzt sind wir erstmal im... wenig sicherer als vorher und haben wir denn noch ein wieder 12% und hier ganz viel. So, jetzt machen wir Folgendes: Wir bauen unsere Burg aus. Dafür müsste der Herr Bim runter. Damit wir hier unsere Mauern erweitern können. Nach außen hin. So, das machen wir anders dann. Erstmal hier den... Wer ist denn alles arbeitslos? Du kannst da ja anfangen zu bauen. So, wir haben nämlich eine Menge Arbeit zu verrichten, bis diese Burg hier kriegstauglich geworden ist. Nein, 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 nein. So.
So. Erstmal alles schön auffüllen. Es kostet uns ja auch immer unendlich viel an Stein. Zum Glück haben wir so viele Arbeiter, die sich darum kümmern. Und ich glaube, Timon hat dann genug gehackt. Sobald er den Baum da jetzt. Ja, nein. Oh. Das Ding. Oh Gott. Er fällt in unendlich Tiefen. So, ja, da hast du dir wohl selbst den Weg versperrt, hä? Oder was meinst du? Ich würde sagen, du baust die Treppe am besten weiter, bevor du dich an was anderes machst. Und jetzt ist der Herr wieder arbeitslos. Aber du sollst doch arbeiten. Die zweite Welle kommt doch gleich und wir haben noch kein bisschen an der Burg weiterbauen können. Also, wir haben nichts Bedeutendes jetzt wirklich getan. Freundchen? Nein, du nicht. Du hilfst ihn jetzt zu bauen. Und zwar schnell. So, jetzt hat er es, jetzt hat er es. Ja, das läuft alles sehr gut. Unser Ritter wartet ja auch, gespannt auf den Gegner. Nach außen zu bauen. Naja, doch, doch. Das ist schon korrekt dann so. Wir bauen dann später natürlich die Türme aus. Aber jetzt für den Anfang sollte es so reichen. Es ist ja auch wieder nur noch eine Minute. Und das hat sich ja nicht geändert, weil wir keine Gegner mehr getötet haben. Wichtig ist nur, dass die Burg jetzt dann fertig wird. Von außen hin. Weil wir brauchen dringend unseren Schützen da oben. Der Schütze ist übrigens One-Hit. Das heißt, er trifft einen Corruptikon und der ist, sofort down. So sieht der Bim übrigens aus. Der Bim. Wie ein kleiner. Der kleine Robin Hood. Hoch. Na, so mehr oder weniger. Ich kann mich noch nicht wirklich mit der Steuerung hier einfinden. So sieht er aus. Ja. Noch 1:50. Das kriegen die nicht mehr hin. Aber hoffentlich wenigstens diese eine Seite. Wir brauchen dringend, wirklich ganz dringend, den Schützen. Ihr habt ja gesehen, schon zwei. Die nächste Runde kommen vier, glaube ich. Das Doppelte, ja. Und ich glaube, im Multiplayer wird, der Multiplayer ist noch nicht ganz ausgereift oder noch nicht rausgekommen. Das weiß ich leider noch nicht. Werden dann, zwei so Brickton-Nationen gegeneinander kämpfen. Und die letzte Minute hat begonnen. Das heißt, schnell, schnell, meine kleinen Bricktons. Wir brauchen einen Schützen. Und ich rufe sie dann am besten 30 Sekunden vorher zurück. Weil die Bedenkzeit ist dann doch ein bisschen sehr lange. Und den armen kleinen Bricktrons, die dann angegriffen werden. Na gut, rufen wir sie jetzt schon zurück. Komm, komm her.
teilen wir dich hierzu. Und dann komm her. Ja. Komm, bitte. Bitte, tu mir das nicht an. Auf die Mauer. Von wo kommen sie? Von wo? Verteidige die Position. Aha, da oben. Wo noch? Nur zwei von da unten. Aha. Oh, habt ihr gesehen? Ein Schuss, ein Treffer. Oh, sie sind durchgekommen. Hinterher. Greif ihn an. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Er ist durchgebrochen. So. Haben wir einen verloren? Nee, haben wir nicht. Clean up. So. Und du gehst wieder frisch ans Werk. Vier Arbeitslose haben wir noch. Der Gute geht auch dahin. Noch drei Arbeitslose. Ich sehe den dritten Arbeitslosen gar nicht. Aha, du bist doch hier unser Bauarbeiter. Du kannst doch nicht einfach so... Nichts wie dir, nichts... Aufhören. Wir sind 18% nur. Na, das kann dann wieder heiter werden. Unsere zwei Arbeitslosen und zwei Handwerker. Ich sehe aber... Ach so, ja doch, Tatsache. Pong, bist du ganz verpeilt hier. Wir brauchen übrigens eine neue Tür. Die wir ebenfalls einfügen müssen. Bim, hier unser Woodbob, ist auf jeden Fall ein guter Krieger. Von Bim ich eigentlich ein bisschen mehr zu erwarten. Aber hat ja zwei Corrupticons getötet. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug hier. In dieser wunderschönen Landschaft. Aber das war jetzt echt... Fies, dass wir das nicht sofort gesehen haben. Das war nicht so toll. So, wir stärken jetzt erstmal hier die Mauern. Und bauen dann hier unsere vier Türme hin. Ich muss gerade mal gucken, wie viel so ein Katapult eigentlich verbraucht. 1, 2, 3, 4. Ja. So 6 mal 3x3 vielleicht? Ja, 3x3. 3x3 dürfte es sein. Das war gerade eine kleine Ruckelattacke. In den Spielen nicht selten zu sehen. Haben wir eigentlich einen? Haben wir nicht. Der Pong, der gute Pong. Nee, die lassen wir am besten einfach arbeiten. So 37%. Das wird ziemlich eng dann später. Wir müssen unseren Soldaten dann hier Zeit verschaffen, sich gegen die Quaraptikons zu wehren. Und dafür bauen wir einfach eine zweite Tür hier vorne dran. Das hatte ich ja die ganze Zeit vor, so ein Doppeltor praktisch gesehen. Dann heften wir das hier so dran, einfach eins breit, das reicht dann völlig. Und dann hier natürlich
Nein, nein, nein. Hier kommt dann nichts hin. Sondern so eins. Und so eins. Und so eins und so eins. So, genau. Und dann brauchen wir hier den guten Pelensch, der uns bitte die Türen baut. Und die Fässer auch, natürlich. Wir haben auch genug Holz für beides. Das ist ganz vereinfacht. Aber wir haben keinen Stein mehr. Weil die guten Bricktrons ja überall hinlagern, aber dann doch nichts fertig bekommen. Das müssen die definitiv dann im nächsten Patch verbessern, die KI von den Bricktrons. Das waren jetzt 4. Ich hoffe, das nächste Mal kommen nur 6 und nicht 8. Sollten 8 kommen, haben wir ein kleines Problem. Na, was ist denn los? Möchtest du die Tür nicht bauen? Nee, die Tür ist angesetzt. Praktisch gesehen. So. Und da packen wir die zweite Tür hin. Bobbin. Ach, braucht er hier ein bisschen mehr Zeit? Ja, er braucht einfach Zeit, glaube ich. Ja, genau, man braucht ja auch Stein für die Tür. Genau. Und wisst ihr was, das war absolut dämlich, hier die zwei Teile zu platzieren. Das wäre ja dann offen. Und das wollen wir ja nicht offen. So, mein guter. Pelletsch? So, du gehörst jetzt wieder zur Arbeitergruppe. Was haben wir? 68% und wir brauchen dringend noch einen zweiten Bogenschützen. Was ist denn mit Pelensch los? Ach, keine Steine, immer noch. Verdammt. Aber das mit den Stockpiles, das ist ganz gut platziert, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf. Das haben die nicht schlecht gemacht. Aber es sind ja jetzt wieder nur noch 2 Minuten 29. Das heißt, ein bisschen sputen sollten sie sich dann doch. Und bevor wir hier zwei Arbeiter haben, die einfach nicht arbeitsfähig sind, schicken wir auch noch den Pelensch in die Mine. Es bringt uns ja jetzt recht wenig, zwei Arbeiter zu haben, die nichts tun, anstatt einfach 5 Minenarbeiter zu haben, die dann mehr aus der Grube rausholen. Mir wäre eigentlich lieber, du baust hier vorne weiter, aber okay. Was soll man da schon tun? Kann ich jetzt 68% immer noch. Also die doppelte Tür dürfte dem Bogenschützen auf jeden Fall die Zeit geben, hier die Corrupticons rauszuschießen. Den guten hier packen wir hier rein. Komm rein. Udo Bob. Wood Bob, hallo. Was ist los mit dir?